Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung-Panorama heute hier aus Ersigen. Folgende drei Beiträge haben wir heute für euch in Sendung. Die Käse teilen im Justital nach uraltem System. Mehr Platz für Musik in der Musikschule Berner Oberland-Ost. Der Muckenstutz-Spielplatz, wo Zwerge auf Zwerge treffen. Was heute schon noch so alles gelaufen ist, haben wir für euch kurz und kompakt zusammengefasst. Basejumper tödlich verunglückt. Am Donnerstagnami ist ein Basejumper beim Stechelberg gestürzt. Auch am Sonntagnami ist wieder ein Basejumper gestürzt. Diesmal zu Lauterbrunnen. Beide Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Beide Unfallhergänge werden noch untersucht. Die Bergstation steht in Flammen. In der Bergstation vom Glacier 3000 ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Das Restaurant Botta, das sich auch in diesem Gebäude befindet, steht vollständig in Flammen. 30% mehr Besucher. Mehr als 17'000 Filmfans haben die 18. Ausgabe vom Bieler Filmfestival besucht. Das Festival, das 50 Filme im Programm hatte, ist am Sonntag zu Ende gegangen. Jedes Jahr am Freitag vor oder nach dem eidgenössischen Dankbuß- und Betttag treffen sich rund 20 Landwirte, die ihre Kühe auf den 9 Alpen vom Justital gesümmert haben. Sie teilen ihren Käse im Verhältnis zur Milchleistung der Kühe auf. Tradition ist, die Justistal hat 9 Alpen. Die gehen das ganze Justistal ein und jede Alp hat so ein Hütchen oder ein halbes Hütchen, wo sie den Käse für den Käseteilen extra hervornehmen. Und dann wird er unter den Bullen verteilt mit etwa 15 bis 20 Bullen. Roschi, Viersum! Und darum machen wir die Biege. Es wird genau nach dem uralten System aufgeteilt. Die Anzahl Kilo Milch, die im Sommer gewogen wird. Und dann gibt es den Käse. Und der wird dann aufgeteilt und es entscheidet alles zu los. Es kann also niemand beschissen. Das seht ihr ja gesehen, wir arbeiten mit dem Los. Ja, es weiss erkennen, welche Biege das er bekommt. Leute, geht's? Nein, nicht lang gehen. Ich nehme das schon schön. Es ist Berner Alpkäse, Alpe. Wir produzieren nach dem Pflichtenheft vom Alp produzieren. Und das ist eigentlich ein Hartkäse, der zum Hobelkäse wird. Er wird jetzt konsumiert als Schnittkäse und zu 1 bis 2 Jahren gelagert. Und dann gibt es Hobelkäse. Das Jahr war warm, es hat auch Konsequenzen auf das Futter. Der Futterwachstum war ein Kern, aber wir gleich nicht einen schlechten Sommer gehabt. Wir konnten überbrücken und wir hatten noch ein Glück gehabt, dass hier innen auch ein Regen kam. Nicht viel, aber einfach gerade so, dass es gerade so ist gegangen. Wasserprobleme haben wir eigentlich nicht gehabt. Wir konnten steuern, gerade im rechten Moment. Die Produktion ist ein bisschen tiefer als auch schon. Also ein mittleres Jahr. Im 20 hatten wir eine ganz hohe Produktion gehabt, aber ja, fein ist er ganz sicher. Kinder und Eltern sind am Samstag ins Haus vor Musik zu Interlaken gepilgert. Das Ziel? Verschiedene Instrumente ausprobieren. Der Manuel Glaser hat vorbeigeschaut. Herr Häsler, wieso war das heute hier ein besonderer Tag für die Musikschule Berner Oberland Ost? Wir haben neue Räumlichkeiten einweihen, nachdem wir vor 4 Jahren ein Legat haben bekommen, jetzt das Geld in den Umbau einer Zivilschutzanlage investiert. Das Legat ist eine Erbschaft. Da hat eine alte Dame, die ist gestorben im 18. hat in ihrem Testament eine grosse Geldsumme uns vermacht. Ja, es ist so, dass die Musikschule ja vor 6 Jahren das neue Musikschulhaus hat gebaut. Und durch den Lehrplan 21 sind unsere Zeitfenster, wo wir Unterricht geben können, kleiner geworden. Und durch das haben wir so Spitzenzeiten, wo wir hier schon wieder zu wenig Platz hatten. Und für das ist es ideal. Und auch natürlich für andere Angebote können zu machen, wie Bandunterricht, Tanzunterricht und solche Sachen, haben wir einfach mehr Flexibilität durch die neuen Räume.
Rund 1,5 Millionen Mal sind Kinder schon vom Muggenstutz und seinen Zwergenfreunden begeistert worden. Jetzt ist mit dem neuen Spielplatz Erbitmi und dem fünften Buch über die Haslitaler Fabelwesen ein neues Kapitel entstanden. Der Manuel Glaser hat vorbeigeschaut. Reto Schleppi, das war der Projektleiter vom Bau dieses Spielplatz. Jetzt ist er fertig. Wie fühlt sich das an? Ja, fantastisch. Auch wenn man sieht, wie es von den Kindern angenommen wird, ist das natürlich genau das, was wir uns erhofft haben. Und hat gezeigt, dass wir da, glaube ich, ein gutes Projekt umgesetzt haben. Was sagen Sie zum heutigen Eröffnungsanlass? Ja, fantastisch. Das Wetter macht nicht. Alle Leute sind begeistert. Die Kinder haben Freude, so wie man es natürlich wünscht. Die Idee ist, wir haben irgendwo einen Standort gesucht, für einen Kinderspielplatz zu machen. Und sind nachher eben zur Susanne gegangen und haben gesagt, kann man diesen Spielplatz nicht auch in die Geschichte integrieren. Und so ist das Projekt entstanden und sehe jetzt das Resultat des Ganzen. Jetzt sind wir hier auf dem Spielplatz, der heute eröffnet wurde. Sind Sie zufrieden mit diesem Spielplatz? Ja, sehr. Ja. Sie haben meine Wünsche alle erfüllt, die ich hatte. Eben, man vielleicht manchmal schon mit Zähnen knirschend, weil ich ein Pinkelig bin, was also so wollte, wie ich es eben mir vorgestellt habe oder wie sie mir in Geschichte vorkommt. Der Muggenstutz hat vor 25 Jahren angefangen. Erfreut er sich heute noch mehr Beliebtheit oder hat es abgenommen? Nein, er ist eigentlich von Tag zu Tag noch beliebter, weil ich merke es. Und was mich eben auch besonders freut, auch in den Kindergärten und Schulen wird er sehr empfohlen. Und das freut mich natürlich besonders als Kindergärtnerin. Ich habe am 3. Oktober, es ist ja gerade 25 Jahre, das erste Buch ist rausgekommen. Und der Lukas Heim, der war dann beim Fischer Verlag in Münzigen. Und wir sind vorher bei ganz vielen Verlagen anfragen und niemand hat mich wollen. Und er hat die Bilder angeschaut und hat gesagt, ob schon der Prospekt schon offen ist, ich will das Buch, das wird ein grosser Erfolg. Und allemal hat er jetzt recht gehabt. Wieso hat das Gefühl, ist der Muggenstutz so ein Erfolg geworden? Ja, weil wir gut dazu schauen. Wir räumen auch die Wege ganz gut auf. Ich habe 9 Frauen, also 8 Frauen und einen Mann, der mir noch helfen. Wir gehen im Sommer jeden Tag aufräumen. Wir pflegen Blumensträusschen, die Häuschen und alles genau pflegen. Wenn etwas kaputt ist, wird es gepflegt. Ich glaube, das macht den Erfolg aus. Ob das Wetter so schön bleibt, erzählen uns gerade die Kollegen von Meteo News im Anschluss. Das war es mit dem heutigen Panorama von Jungfrau Zeitung. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf unserer Webseite unter www.jungfrauzeitung.ch. Ganz einen schönen Abend und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, meine Damen und Herren, am Sonntag, am 18. September, wo recht ein freundlicher Tag war. Die Sonne hat sich gut in Szene setzen und wir hatten ein typisch frühherbstliches Bild mit der grünen Vegetation noch in den tiefen Lagen, zum Teil auch schon der leichten Verfärbung der Wälder und dann vor allem hier in den höheren Lagen eben auch der winterliche Verhältnis hat ja etwas geschneit am Wochenende oberhalb von 1500 bis 1800 Meter. Wir haben nach wie vor die recht kühle Luft, die zu uns in den Alpenraum hineinströmt, auch Anfang Woche. Das sehen wir sehr schön hier auf dem Strömungsfilm, also die Windrichtung weiterhin in der Höhe Nord bis Nordwest. Eine kühle Angelegenheit ist es, morgen am Montag allerdings auch sehr eine freundliche Angelegenheit. Schon am Vormittag ist es ziemlich sonnig. Mit ein paar Wolkenfeldern, aber eben kühl Temperaturen morgen bei rund 7 bis 8 Grad. Am Nachmittag geht es in etwa 10 Grad darauf, sprich auf 16 bis 17 Grad. Es geht recht sonnig weiter mit ein paar Quellwolken. Ja, mit dem ruhigen Alt-Weiber-Sommerwetter geht es dann auch noch weiter in den kommenden Tagen bis zum Donnerstag, trotz ein paar Nebel- und Hochnebelfeldern und Wolken recht sonnig. Vermutlich auch noch am Freitag, da könnte aber dann auf den Abend her ein Schauerrisiko ansteigen. Und eher wechselhaft sieht es dann am kommenden Wochenende aus. Temperaturen in den nächsten Tagen so um die 16 bis maximal 20 Grad. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und weiterhin ganz einen schönen Sonntagabend.